Hast du ihn dir gerade auf meinem Stream angeschaut? Diesen Nee. unglaublich perfekten Sieg. Es war ein perfekter Sieg. Schön, dass du da bist, Dann bin ich Lucky. über. Was hast du mit deinen Armen gemacht? Muss ich mir noch mal ziehen. Ach so, ja, das war eine sehr harte Geschichte. Momentan geht's ja wieder. Aber er ist noch nicht ganz ausgeheilt. Das heißt, ich darf rein versicherungstechnisch auch noch nicht arbeiten, weil das sehr wichtig ist, dass da alles funktioniert. Schön. Ja, ich habe gegen eine Wand gehauen im Rage-Modus. Du kennst mich, du kennst meinen Rage-Modus. Ja, ein bisschen, aber so ein Rage-Modus kannte ich noch nicht bei Und dir. wenn mich das Real Life übelst auf die Palme bringt, dann mache ich das auch mal. Achso. Ich hoffe in Zukunft nicht mehr. Ich hoffe, ich habe daraus gelernt. Ich habe dich in eine Gruppe eingeladen. Ja, Du willst es angenommen. tun oder was, ne? Müssen wir eigentlich mal. Ja, Müssen Korb, wir ein nee, bisschen Korb ballern. will ich nicht. Korb habe ich schon nicht viel wieder gespielt. Ja, Koop Korb hast ist keinen schön. Bock. Nee, dann tun wir es du mal wieder. Müssen wir unsere Sauber. Liga mal Was habe ich aufrufen. immer gespielt? Was habe ich denn Protoss. immer gespielt? Protoss habe ich immer Oh. gespielt. Alles klar. Dann geht es doch mal direkt los. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Ich war im Zerg-Modus oder war ich auch Protoss? Du warst auch immer Protoss, meine ich. Ich war aber auch Terraner irgendwie. Aber Protoss, wenn du sagst Protoss, dann mache ich Protoss. Ich habe jetzt dreimal random gerade gespielt und dreimal bin ich Zerg geworden. Unglaublich. Während ich gegen einen Zerg, gegen einen Protoss und gegen einen Terraner gespielt habe. Naja. Hey Leute, herzlich willkommen in meinem schönen StarCraft-Stream. Ich habe es mal wieder geschafft. Was heißt geschafft, ne? Ich habe es eingerichtet. Man hat ja nicht Zeit, man nimmt sich die Zeit, ne? Und für die Dinge, die einem wichtig sind. Und wir spielen Oh, gegen zwei Bronze, Terraner. Bronze, Bronze. Ich bin gegen zwei Terraner, zwei Protoss gegen zwei Terraner hier Oh bei Mann. StarCraft seid dabei. Holt euch ein schönes, leckeres Getränk und dann geht's hier gleich los. Good luck, hope fun, das wünschen wir euch auch. Good luck, hope fun. Oh, ich freue mich schon auf die Ja, wunderschönen ich hab. Bronze-Gegner. Was Oh, ist das schön. hast du auf irgendwas Bestimmtes Bock? Late Game. Lass uns Late Game spielen. Lass sie Oh, Late. ich mag, was du sagst. Ich mag es, ich mag es. So, Hey, ich da ist gehe ein jetzt auf. weiterer Zuschauer bei uns im Gehst du auf Stream. Ground oder soll ich auf Ground gehen? Ja, wie du willst. Wonach steht dir denn mehr der Sinn gerade? Ich glaube, ich geh auf Ground mit Dark Templar Nerven und sowas halt. Alles klar, dann gehe ich auf R und versuche ein bisschen mit zwei Stalkern uns zu protecten. Mal schauen, wie das so klappt. Wir sind Also. Terraner, ich baue nicht zu, ne? Bei Terraner baue ich nicht zu. Ja, ich baue schon einigermaßen zu. Ich geht schneller wieder ba das Bauen, weißt du? Ja, das ist okay. Aber da ich ja auf R gehe und uns so ein bisschen einwallen will, Tyrannas, nicht das ganz Tyrannas. praktisch. Oh, So, ich wir liebe die brauchen auf. Bronze. Oh mein Gott, Oh, wir haben gar nicht die Bronze-Gegner. Steuerung bekommen. Oh, Was denn? Ja, neue Liga, Mann. Das ist doch klar, dass oh. das Ja. passieren musste. Oh, ist das schön. So, wir holen uns Ach eine ja. Schmiede. Und wir warten auf die Echse. Komm. Aber die sind vielleicht Solo sogar Master oder so. Das wäre richtig Das witzig. könnte natürlich auch sein. Aber Das glaube daraus, ich dass ja der eine noch weniger. nicht gerankt war, glaube ich, und der andere war Bronze, wenn ich mich richtig nicht vertan habe da, könnte sein. Oh mein Gott, ey. Gut, Ist das dann gucken wir schön. das bei. War denn das nochmal bei Protoss? Ach ja, diese kleinen Dinger hier, die waren die Sammler, ne? Ewig lange nicht mehr gespielt hier. Los, ich brauch Weißt du, Stalker dass wir das hier. erste Mal im Discord jetzt sitzen? Echt? Ach so, stimmt. Normalerweise sind wir immer im Battle.net. Internet. Ja. Unser 1A Mann. Hat eine relativ späte Echse genommen dieses Mal, ne? Aber ich glaube, das wird funktionieren. Du oder er? Und die wollen, ne, du, die haben auf jeden Fall eine frühe Echse genommen. Weil hier siehst du, da ist zugebaut, zugewollt.
ist zugewollt. Ich werde die so rein. So. Okay. So, mein erster Stalker, mein erster defensiver Stalker steht gleich. Ja, ich hab einen Jellet. Wenn die pushen, dann sind wir dead, aber sonst alles okay. Wollen wir mal das Beste hoffen, eben, dass die nicht pushen. Brauchst du mal hier was rein? Ja, hast du gemacht, sehr schön. Und uns Gas. Ja, ich bin auch hier. Ich bin auch ein Profi, ne? Ich bin noch ein Profi. Also mit Mr. B, bitte. Profi. Profi. So, zwei Stalker. Ich glaube, ich baue noch einen kleinen Abschirmdienst. So, dann brauchen wir schnell einen flotten Signalgeber. Dann noch drei, am besten drei Dinger. Oh, schon Minute vier immer. Ja, du hast recht. Wenn die kommen. Ich war auch mal schneller, um es mal so zu sagen. Es geht Minute 4, die kommen doch nicht. Die sind Bonze. Hallo. Hallo. Kann sein. Mensch, du hast mir gefehlt. So. Muss ich echt mal wieder mehr einplanen. Sakra. Ja, absolut. Wäre gut. Auch viele andere Sachen gespielt. Red Dead könnten wir auch mal wieder. Könnten wir eigentlich auch zusammen spielen. Ja, ich würde es mir auch kaufen, ehrlich gesagt. Ach so, ah ja, stimmt, da, das hat es noch nicht gekauft. Hast mir aber noch nicht investiert. Daran lag's. Nee, mach dir mal keinen Stress. So, ich brauche auf jeden Fall mehr. Auf jeden Fall mehr Gas. Ich gehe mal auf. Ich bin vierte Echse. Eine dritte. Dann boom ich gleich hier richtig raus. Jo. Ich hau Dark Templar gleich in die Luzi rein. Die haben keine Detektoren. Jo. Wird der ja gleich schon lieben, oder was? Jupp, ich hau rein. Oh, der geht auf. Der geht auf Mars Marines hier gerade, glaube ich. Ja. Dann werden wir die gleich mal ein bisschen ärgern. Du hast schon DTs oder noch nicht? Ja, ja, schon einen. Gut. Mit Upgrade sogar. Phasengleiter machen da eigentlich dann keinen Sinn, ne? Und ich Carrier. Carrier, ne? Ja, Carrier zur Sicherheit. Warum? Phasengleiter bringt halt den anderen Sachen halt eher, ne? Gegen die ganzen großen Schiffen, Kreuzer und so. Aber die sind Mass Marines, weil die haben echt keine Ahnung. Das ist leider wirklich so. So, aber ich konnte komplett rüberfliegen. Die haben nur Marines. Ein Bush kommt hier. Hauen jetzt erst die zwei. Wir haben jetzt die dritte Echse gebaut. Also. Ja. Es ist wirklich GG fast schon. Easy, easy. Geht das eigentlich noch? Was? Nee, das geht nicht mehr. Hab geschaut, ob das noch geht. Dass man den Pfeil so hinbaut, dass es noch nach oben geht, weißt du? Mhm. Ach, das haben sie gefixt, oder was? Glaube ich schon. Nee, doch nicht. Upgrade durchgeführt. Upp, Steuergruppe. Ja, gut. Und? Naja. Zerschreit hat gerade alle. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mineralien fällt. Ja, nur Marines, also lohnt sich das richtig. Kurs, was ich gebaut habe mit den High Templar. Sehr gut. Und Zellets und sowas halt. Das ist schon ganz gut. Ich habe hier eine kleine Base. Ich habe auch meine ersten Carrier. Ja, die sind super. Die sind super strong. Wenn die richtig spielen, dann sind die auch nicht strong. Aber ich habe einige Schaden gemacht. Ich habe hier auch ein paar Protektoren, die ein bisschen splitten sollten, wenn die gegen meine Base laufen hier.
So, High-Templar fange ich auch an zu bauen. So, Charge baue ich jetzt auch mal. Und dann baue ich noch ganz viele. Dann gehe ich schnell auf Kolosse noch und dann ist eh. Okay. Weil die haben 1-1. Oh mein Gott, ja gut, ich bin bei 0-0. Ich glaube, ich gehe jetzt ganz schnell mal auf Upgrades. Ja, blöd, ne? Nicht verkehrt. Was habe ich ehrlich gesagt vergessen nach dem Plan? Der wird auf 200 gehen und uns dann versuchen wegzurushen, ne? Ja, die gehen auf 200. Klar gehen die auf 200. Macht es Sinn, noch ein Mutterschiff zu bauen? Ja. Doch, macht es Sinn. Macht es durch. Durchaus. Der ist jetzt auf 2-2. Also upgrade-technisch sind die vorne als ich. Ja, Muss ich leider zugeben, ne? Wir haben halt überhaupt nicht gescoutet, was wir so bauen. Nee, was erwartest du bei Bronze? Ich werde noch ein paar Disruptoren, glaube ich, reinmischen. Oder Kolosse. Ja, ich mische. Disruptor. Ich hau dir Kolosse. Ja, jetzt raus gleich. Das ist das Ding, wenn, liebe Leute, liebe Kinder im Chat, wenn ihr nicht scoutet, dann, sieht das ganz böse. Dann wisst ihr nicht, was auf eure Mars Marines eventuell zukommen könnte. Und das ist dann doch schlecht. Und ich spiele nicht in den Scout-Modus. Guck mal da, was sie noch alles bauen. Guck dir das an. Ja. Ich glaube, er will einen Drop machen. Ja, aber du kannst hier komplett abfangen mit dem Drop. Ihr benötigt mehr Vespingas. Warte auf Order. Hier ist an, der ist 2-2. Wenn er die goldene Kanone hat, kommt er raus mit 3-3. So lange bleibt er. Mein Bewusstsein ist erwacht. Ja, wir kommen raus. Psi-Netz aufgebaut. Wir kommen raus, zieht ihn raus. So. Okay, wir können eigentlich auch los. Na, die ziehen ja eh raus. Als die auf uns zukommen, auf dem Bollwerk von uns. Da sind sie. Ja, da sind sie. Bin soweit. Warte mal. Ich auch. Meine zwei Kolosse kommen. Ah, er macht einen Drop bei mir, der Sack. Glaubst du wirklich? Ja, da war eben hier was Rotes. Nee, komm mal hier runter. Lass uns mal die irgendwo. Ich glaube, die stehen. Sind sie denn hier oben? Ja. Lass sie richtig schön vernichten. Ah! Oh mein Gott. Ja, Marines sind krass. Die Zeit ist gekommen. Wir haben uns hier so drauf verlassen. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr von den Disruptoren. Und dann werden wir auf lange Sicht mal... Shit, der ist jetzt auch in meiner Base. Okay, da hat er uns aber gegeben. Da hat er uns aber ordentlich gegeben hier. Na gut, dann geh ich nach oben. Na gut, wir waren besser ein Upgrade als wir, ne? Das sind halt Marines. Ne, Mars Marines sind nicht schlecht.
Na, müssen wir uns bemerken. Ja. Du, alles cool. Aber wir haben es ja. Er ist in unserer Base. Ne, er kommt da irgendwie rein. Keine Ahnung, was er da macht. Kannst du ihn abfangen? Dann. Ja, ja. Und ich will auf jeden Fall meine Grafik wieder runterstellen. Das ist klar. Kann ich gerade nicht supporten. Ich will ihn nur stressen. Das wollte ich nur sagen. Ich lebe weiter. Ah, wie hat er mich denn jetzt gekriegt? Shit! Ah, Mist, da ist er nachgesprintet. Was baust du? Baust du irgendwas Fettes? Ja, Koloss und Icons habe ich sofort ganz viele. Wir haben jetzt eh mit Damage und ganz viele High Templar wieder. Okay, ich muss, ich gehe auf ein bisschen Void, einfach nur um ihn zu stritten. Ne? Ja, hätte ich gedacht, dass ich dachte, du wirst einfacher. Ja, habe ich auch gedacht. Das haben unsere überheblichen Aussagen haben das auch ziemlich deutlich gemacht, dass wir denken. Ja, die sind ja auf viele Bates. Und wenn die Bates produzieren halt unendlich anmass Marines, die beiden. Also haben die immer 200, komplett 200 Supply für uns. Ah, er ist hier! Hilfe! Ja, ich komme hoch. Er kriegt uns, er killt uns jetzt. Ah, ich hätte auf Ground gehen sollen. Shit, ich bin gut mit Ground. Den hätte ich weggerockt. Fuck. Das war blöd. Sei denn natürlich, du rockst ihn jetzt noch weg mit deiner Army, aber... Kann ja sein. Nee. Ja. Guck mal, die Kolosse da hinten kämpfen gar nicht mit. GG! Well played! Also wirklich... Ja, ich hab den Fass! Ja, aber deine Army ist weg. Kannst du ihn noch killen? Weiß noch nicht. Also ich bin raus. Ja. Ich brauche gerade wieder neue. Ja, dann schreibe ich noch nicht GG, aber... Der hat noch ein bisschen was. Ein bisschen hab ich noch. Ja, also der hat 3-3, der hat die goldene Waffe, weißt du? Hey, dann liebst du einfach, du. GG, well played. Also wirklich sehr gut gespielt. Unsere Überheblichkeit wurde uns umgedreht und wurde uns hinten rektal eingeführt. Wir sind jetzt zu Bronze geworden. Das ist schön.